Ich sehe das ja. Kannst du mal. Jo, habe ich, alles klar. Habe ich, alles klar. Habe ich gesehen. 21:55 und 48 Sekunden. Kannst du nach der Mercedes den Chevrolet Camaro ZL1 nehmen? Kannst auch Stock lassen. Also Chevrolet Camaro ZL1 wäre dann der erste Wunsch. Schaut einfach die Wünsche raus. Ich schaue, ob ich die fahren kann wegen den Championships. Das, was du gesagt hast, ist Modern Muscle Dingsbums, gell? Modern Muscle Dingsbums. Wir kaufen ihn einfach und schauen, ob wir dann fahren können. Hey, wie läuft's denn so? Was Chevy kann ich für dich tun? Camaro. Chevy Camaro. ZL1. Haben wir die nicht schon? Chevy Camaro ZL1. Schauen wir mal, ob wir die nicht schon haben hier. Ich kann mir Prima. nie merken mit den Was ganzen stehen wir heute Autos, mit deinem die Auto an? wir da. Ich wechsle ja alle paar Minuten, aber ich habe keinen Plan, was ich habe, was ich nicht habe. Doch, den haben wir schon. Okay, machen wir. Sogar Black hier. Ist nicht so schlimm. Ich habe jetzt gestern endlich mal die Funktion entdeckt oder habt ihr mir nochmal gesagt, hey Gexler hat doch Setups und anderen. Da kann man locker jetzt hier etwas so tun ohne Probleme. Muss ich mich da nicht quälen hier? Ich lasse aber so gut wie es geht Original A800. Das ist ein bisschen. Ich will auf Handling setzen. Ganz, ganz viel Handling beim Heck. A800 Handling 771. Ja. 7072 800er. Mal kurz schauen, auf was die gesetzt haben. Beschleunigung 7 8370 8370 7183 weniger Top Speed. Gehen wir eher auf Beschleunigung bei dem auch ein bisschen mehr. Mal zum Testen. Hey, Cantara, Servus Christi, schön, dass du da bist. Wie geht's Ihnen? Genau, Flo, okay, habe ich gelesen, passt. Noch keine anderen Wünsche habe ich jetzt gesehen. Wie soll man am Arsch sein? Wie willst du beweisen, dass dein PSN-Account deiner ist? Ach so, du redest jetzt vom speziellen PSN-Account. Ich hatte eigentlich kommentiert auf den WoW-Account, weil da viele immer Probleme haben dann. So, schauen wir mal, ob wir mit dem fahren können. Mein Kaufen und mit der Okay, Ingame-Kohle unser ist kein Champion hat Problem. entschieden, dass wir nach Sisteron fahren. Was mich wundert, Jungs, ich habe dieses Forza-Hub-Dings geladen. Die haben mir gesagt, sie geben mir 1,5 Millionen Credits oder mehr. Sogar zweimal. Einmal für Forza 5, einmal für Forza Horizon 1. Habe ich jetzt noch gar nicht so bekommen, glaube ich. Alles Betrüger! Aktuelles Auto, Modern Muscle Car, sind wir schon gefahren. Castellino ist da abgehakt, dann machen wir San Giovanni. Alles klar, unser Champion hat entschieden. Können wir auch nicht Diese fahren. Autotour geht nach San Giovanni. Castelletto haben wir, glaube ich, eben gerade gesehen, Also, oder? der Champion hat entschieden. Können wir fahren. Diese Autotour führt Jawohl! runter nach Castelletto. Wunderbar. Oh, aber Muscle Car, Heckantrieb, verdammt böse. Aber ich stelle mich eurer Challenge, ist ja kein Problem. Also, ihr habt dem Publikum da draußen Ist er. wirklich eine Wow! gute Die Show Scheiße! geliefert. Unsere nächste Etappe führt uns nach Castelletto. Denkt dran, hier geht es nicht ums Rennen, sondern um die Fahrt ins Blaue. Ist ja quasi Genießen das Sie! Pendant zu deinem, oder? Satrank zu deinem Ford Mustang 2015, ne? Könntest du mich PSN adden, sobald ich meine kaufe? Nicht, dass deine Freundin. Kannst du mir. Ach so. Hast du schon einen Account? Kannst du mir. Kann man eigentlich von der Webseite Freundschaftsanfrage schicken? Ja, ich glaube nicht, dass sie so schnell voll ist, Heiwan. Aber ich kann es probieren. Ich weiß ja gar nicht, wie viel da drauf passen. Hey! Dingeling ding ding dong! Servus Christi, schön, dass du da bist. Gut, danke und dir? Jo, momentan passt. Den ganzen Tag bin ich flach gelegen, ging es mir nicht so gut, aber jetzt habe ich es geschafft, das irgendwie in den Griff zu bekommen. Von daher, bereit zum Streamen, genug Energie und Power, euch hier eine nette Show zu bieten. Wow. Wenn du mir schicken kannst, einfach schicken. Nehme ich direkt an. Also, ich.
meistens ist mein Account, wenn er nicht GexTV ist, ist er Gex1980. Um ihn zu erfahren, einfach Ausrufezeichen PSN eingeben. Müsste bei der PSN Gex1980 sein. Ey! In 400 Metern nach rechts abbiegen. Wie Besatron! Ich hab gemeint, dieses Auto hier müsste doch das Pendant zu deinem Ford Mustang 2015er sein. Der Camaro ZL1 hier. Oder ZL, gell? Lass ich dich mal ein bisschen Sound genießen hier. Den möchte ich auch mal fahren, den Ford, den 1956er hier. Eieiei, ist schon krass mit dem Heck. Aber saustimmig hier im Regen. Richtig schönes Feeling. Dein Mustang klingt besser, klar. Aber ich meine, der von der. Ja, die Klasse ist auch modern. Muscle Car und. Ähnlich aufgebaut. Empty Forest. Oh, oh, oh. Dann fahr auch mit deinem Ferrari. Scuderia, Alter. Ja. Werd auch mal gehen. Morgen Bioklausur. Oh. Alles klar, Noxus. Dann schlaf schön, träum süß und. Viel, viel Glück bei deiner Bio-Klausur. Klausur. Ja, in der Hinsicht schon ähnlich. Jo. Aber extrem irgendwie, weiß nicht. Auch so von dem ganzen Aufbau, von dem ganzen Design her. Finde ich schon ähnlich. Natürlich klingt deiner geiler, weil ist ja so trunk. Das ist die Modern Muscle Meisterschaft. Such dir ein Rennen aus, um mit der Meisterschaft zu beginnen. Oh, hier sehe ich schon ein Querfeld-Einrennen mit dem Auto. Uiuiui, das wird wieder Gags zum Ragen bringen. Gestern fast Rage Quit, weil es mich aufgeregt hat, mit so einem Auto im Feld fahren zu müssen. Die Woche erwarten es ja im Stream sehr, sehr viele neue Spiele. Es ist ja eine Hauptrelease-Woche diese Woche. Gut, dass ich jetzt nicht 7-mal Wochen gesagt habe, aber macht ja nichts. Kann ich aber nicht versprechen, dass ich jetzt jeden Tag bis um 4-5 streamen kann, wie die letzten Tage, da ich öfters die Woche um 6 raus muss. Mal gucken. Wer hat sich den gewünscht und hat nicht gelb im schwarzen Rennstreifen gewählt? Wir hatten das Auto schon in der Garage. Aktuell hatten sich, glaube ich, null Tiger gewünscht, oder? Aber da wir ihn schon hatten, habe ich einfach den genommen, der schon in der Garage stand und habe nur das Setup geändert. Also hatte die Person darauf keinen Einfluss momentan. Und wer sich davor gewünscht hat, vor 3 oder 4 Tagen, doch weiß ich nicht. Hab mir jetzt Need for Speed angeschaut, also den Film, nur weil der dann im Mustang GT durchs ganze Land fährt. Und Satronk! Was hältst du von dem Film? Ich habe ihn ja nicht gesehen. Ich muss die Jacke wieder ausziehen, Alter, es ist ja heiß hier. Die ganzen Geräte hier bringen schon in Schwitzen hier. Der Gerät. Besonders der Gerät hier vorne, mit dem ich immer anfasse und streiche. Gelb mit schwarzen Streifen, Alter, das ist hässlich. So gehen die Meinungen auseinander, ist so geil. Wow, 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 wow. Mother Flower. Diese Nichtkontrolle, die ich hier habe bei dem Auto. Aber ist, glaube ich, noch in Ordnung. Ich kann das mal machen, Heimann, aber nicht jetzt. Du kannst mir keine schicken, oder? Anfrage. Wenn ich nach dem Stream oder vorm Stream dann denke, kann ich es mal machen. Aber kein Stress, du. Die Liste ist nicht voll, da sind ein paar Leute drin und das ist kein Problem. Haben wir genug Zeit. Erinnere mich einfach ein paar Mal dran und dann geht das schon.
Ich weiß nicht, was ich gedacht habe. Also da war so viel Chaos bei der ersten Kurve. Es kann sein, dass ein Mustang dabei war, deiner. Ich habe mich gerade eher auf das Nicht-Gas-Geben konzentriert. Die neuen gehören eh gerammt, ja. Ja, die neuen Mastercars sind sehr komisch. Da gefallen mir vom Aussehen die alten Klasse schon besser, aber... Wo wohnst du, Melkor? Jetzt Satron geht hier ab hier. Kein Stress, halber machen wir. Ich weiß auch gar nicht, wie man das überhaupt macht über die PS4. Kriege ich schon irgendwie hin. Jetzt aus dem Weg, du Sack, was ist denn? Was soll ich denn noch hier vorbeikommen, wenn der andere mich hier nach hinten her. Eieiei. So, dann muss ich nochmal fahren, da habe ich mich überhaupt nicht konzentriert. Ich fühle mich sehr von Satron ablenken lassen. Nein, und dieser Sack hier, also das gibt's doch gar nicht. Das ist doch kein Modern Mastercar. Was ist denn das für ein Auto gewesen, das der gelb ist? Das sah mir aus wie so ein. Sieht sehr zum aus. Komm schon. Let me pass! Alter, was ist das für eine Kurve? Ach, das ist ja eine Wende. Boah. Die Wende. Prima, noch ein Sieg. Hey Metal Gear G und Ben, servus, grüßt euch. Schön, dass ihr da seid. Was hast du denn da für ein Wheel? Das ist das Thrustmaster T458. Also vom Ferrari. TX458 mit dem Formel 1 Aufsatz, da der Original Lenkeraufsatz sehr stark plastisch ist und sehr sehr komisch sich anfühlt. Also bei Amazon kannst du das direkt suchen, hier Xbox One Wheel ist das erste, was du findest eigentlich. TX458. Mit dem Formel 1 Aufsatz. Ich hatte hier bei Gesichtsbuch hatte ich ein Foto gepostet, kann ich mal kurz raussuchen. Da kannst du das Setup hier anschauen, wie das eigentlich ausschaut. Von der Kamera sieht man das ja nur von der Seite hier. Genau. Copy. Hier, wenn du ein Foto sehen willst. Habe ich gerade mal rausgesucht schnell. Genau, das ist glaube ich genau. Müsste passen. Ja, aber wie gesagt, mit dem. Nicht mit dem Originallenker. Der Normallenker fühlt sich sehr, sehr, sehr komisch an. Und sehr, sehr schwammig. Der GT-Aufsatz ist auch zu empfehlen. Aber ich finde halt den Formel 1-Lenker am besten. Und du lenkst sowieso beim Auto nicht wirklich so viel. Fühlt sich auch so ein bisschen an wie so ein Knight Rider, weißt du, hat ja auch so ein cooles Lenkrad gehabt. Finde ich halt sehr, sehr schade, weil das Ding ist teuer gewesen. Und dass das Original Wheel nicht so toll ist und die Pedalen sind auch nicht so wirklich das Beste. Deswegen müsste man sich auch die Pedalen dazu kaufen, noch vom T500, die sind ja kompatibel. Und man müsste sich noch den H-Schalter dazu kaufen, aber es ist ja. Kostet ja alles 150 Euro und mehr. Aber das haben sie sich halt bezahlen lassen wegen Forza 5. Wer das halt haben wollte, dann musste er dann tief in die Tasche greifen. Ist ja normal bei so Lenkrädern. Und das ist eigentlich das erste Rennspiel, bei dem ich es nutze. Hatte bei Forza 5 leider keine Zeit zu zocken. Kein Problem. Metal Gear oder Metal Gear.